With Fritz Lang and Leni Riefenstahl, Rainer Werner Fassbinder is one of the most famous German film directors. He was born on May the 31st, 1945. In the mid-60s, he began working in theater and film. In the 70s, he became world famous. His manic way of working was unique. In 13 years, he made 43 feature films. On June the 10th, 1982, he died in Munich. He was 37. The woman who probably loved him most, the actress Irm Hellmann, visits him almost 20 years later at the celebrity cemetery of Bogenhausen in Munich. Was denkst du, Irm? Was fühlst du von dem Moment? Ich bin eigentlich sehr glücklich, weil jetzt ist Frühling, es blüht alles. Und ich freue mich sehr über diese Kätzchen da und über die Bienen. Ich bin im Moment sehr glücklich. Was kommen dir für Erinnerungen? Eigentlich gar nichts, nur eine Verbundenheit. Nach wie vor eine tiefe Verbundenheit. Ich weiß nicht, wie er in den letzten Jahren wirklich gelebt hat. Aber ich denke ganz sicher, dass er viele Qualen erlitten hat. Also, dass es ihm nicht gut ging. Und ich weiß nicht, wie das in der höheren Welt bewertet wird. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, er hatte schon die Hölle auf Erden, trotz des Ruhms. Und das ist schon Strafe genug. Ich glaube nicht, dass man dann nochmal leiden muss. Er hat schon genug gelitten. Er war 20, als ihr euch kennenlerntet, oder? Ungefähr, ja. Ja. Da war nämlich Susanne Schimkus aus München, die war in der Schauspielschule. Und da sagte Susanne zu mir, heute Abend kommt ein Freund aus der Schauspielschule und der will irgendwie aus einem Roman was vorlesen, hast du nicht Lust zu kommen? Und da kam eben Rainer und hat die ganze Nacht aus so eine Art Lore-Roman vorgelesen bis morgens um 6. Es war sehr kitschig und wir haben sehr viel gelacht. Und da habe ich mich ja dann schon total verliebt in ihn. Aber du wusstest, dass er mit Christoph zusammen war, oder nicht? Ja, das wusste ich schon, aber ich hatte ja mit dieser Homosexualität nichts am Hut und das konnte ich mir ja nicht vorstellen, das wollte ich mir ja nicht vorstellen. Sondern dann rief mich dieser Christoph eines Tages an, eine Stunde vor Büroschluss und sagte, Rainer macht einen Kurzfilm und würde gerne haben, dass Sie da mitspielen und er würde Sie gerne treffen im Café Monopterus. Ich bin dann nach Büroschluss dahin gegangen und da saß er dann auch schon. Und da hat er mir das so dargelegt, was er da dreht. Und ich hatte dann einen Bademantel von ihm an und musste diesen Bettler, ich musste den dann irgendwie abweisen. Das war sehr aufregend. Wir sind jetzt gerade hier auf der Hinterseite von der Einmillerstraße 5, der ehemaligen Bumsburg. Ja, wurde da wirklich so viel gebumst? Weiß ich nicht. Das war einfach so sprichwörtlich in München. Ja, da wohnte ich erstmal alleine, aber nicht lange. Dann ist der Rainer zu mir gezogen und ich habe ja auch viel mit ihm gemacht. Also das war schon unsere innigste Zeit. Wir waren immer unterwegs, im Englischen Garten spazieren und in den Cafés. Musik, Flipper spielen, Zigaretten rauchen. Wir sind hier ins Kino gegangen, zu der Zeit 2 bis 3 Mal am Tag. Ja, ja, das war schon anstrengend und schlafen durfte ich auch nie, krank sein durfte ich auch nie. Wir gingen ja nie vor 4 Uhr morgens ins Bett, um 6 Uhr ging ich schon wieder auf. Ja, unruhig, unruhig. Also das war unsere intensivste Zeit und immerhin war die so intensiv, dass sie noch 10 Jahre danach noch gedauert hat, trotz Zerwürfnissen. Dann lernten wir im Action-Theater den Pierre Raben kennen und diese Leute, dann zog der Pierre Raben zu uns. Dann wurde es schon sehr eng. Aber Rainer und Pierre waren auch eine kurze Zeit ein Liebespaar, ne? Sehr kurze. Und gab es da Eifersüchteleien? Ja, enorm, enorm. Aber beidseitig. Also auch von Pierre, der hat mich, glaube ich, sehr gehasst. Also Pierre war auch verliebt in Rainer? Ja, und lange Zeit. Sehr lange Zeit. Sehr anstrengend.
Pierre Rabin is both a director and an inspired composer who wrote the music for all of Fassbinder's films. He is slowly recovering from a severe stroke 10 years ago. Wie war deine private Beziehung zu ihm? Ich konnte privat gut mit ihm auskommen. Wart ihr auch ein Paar? Kurze Zeit. Ja, und das war ein ganz kleines Apartment. Wie habt ihr da geschlafen? Wenn alle in einem Bett, oder? Nee, ich auf dem Boden. Und die zwei im Bett, so war das dann. Die zwei, der Peer und... Peer und Rainer, aber das Bett war ja auch nicht breit. Das war ja alles selbst gebaut. Ja, aber das ging nicht lange gut. Das war dann Mord und Totschlag. Das heißt, du lagst auf dem Boden und musstest zugucken, wie die beiden sich liebten, oder? Ja, so richtig habe ich das nicht mitgekriegt. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Also beim besten Willen nicht, kann ich mich erinnern. Ja, und dann kam die Ursel dazu und die liebt den Rainer auch. Ja, natürlich. Und er hat es auch sehr genossen, geliebt zu werden. Wie soll ich sagen? Also ich habe mich immer als Hauptfrau bezeichnet damals. Die Ursel war nicht wirklich eine Konkurrenz für mich. Ursel, du bist ja verantwortlich praktisch für Fassbinders Weltruhm. Er hat bei dir angefangen. Ich habe ihn entdeckt, das stimmt. Ja, mit Peer Rabin zusammen, muss ich dazu sagen. Das war Mitte der 60er Jahre? Das war 65, genau. Also wir hatten, bevor wir das Theater machten, hatten wir ein Filmkino. Und zwar ist das Action Studio. Und da kam ein Herr an die Kasse gedappert mit Lederjacke. Und es war natürlich Herr Rainer Werner Fassbinder. Und er hat sich vorgestellt und hat mit mir gesprochen. Und ich habe ihm dann von unseren Theaterplänen erzählt. Und er hat gesagt, wenn ihr so Theater macht, wie ihr Filme aussucht, möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Und das war der Beginn unserer Bekanntschaft. Da war er blutjung. Da war er 19, blutjunge 19 war Herr Fassbinder damals, glaube ich. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht damals? Also ich muss sagen, das war so etwas wie ein Blitzschlag, Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ja auch sehr darunter gelitten in den Anfangsjahren, dass er mich so dominiert hat. Also dass ich keine Minute allein sein konnte. Dass er Tag und Nacht bestimmt hat, was wir tun und was wir machen. Er war eifersüchtig, wenn ich die Milch holen ging. Wieso bist du nicht jetzt sofort zurückgekommen? Ich bin sofort zurückgekommen, aber es dauerte ihm zu lang. Und diese Eifersucht seinerseits war ja auch ganz schlimm. Das war ja, er hat ja jeden Brief geöffnet, den ich bekommen habe. Hat sich damit erstmal aufs Klo eingesperrt. Jeden Brief hat er zensiert. Ja, und dann hat er sich auch noch unheimlich lustig gemacht über die Art und Weise, wie Leute schreiben. Und hat gesagt, da macht er gleich ein Buch draus und so. Für mich gab es nur noch Fassbinder. Mit Haut und Haaren. Ihr habt auch eine Affäre gehabt? Wir haben auch eine sehr starke und impulsive Affäre gehabt, ja, ja. Nicht nur am Anfang, sondern es hat sich sehr lange hingezogen. Und er hat mir dreimal einen Heiratsantrag gemacht. Und am Anfang konnte ich nicht, weil ich verheiratet war. Und zum Schluss war ich Alkoholikerin. Und habe es ihm nicht zugemutet, mich zu heiraten. Ich bin erst seit 2 Jahren trocken. Und es tut mir sehr leid, dass ich das versäumt habe zu seiner Zeit. Das war mein großer Fehler. Du hast ihn ja auch finanziert. Ich meine, du hast gearbeitet. Ja, ich war auch mal in der Bar. Ich habe auch mal, Barfrau. Wobei ich überhaupt nichts verdient habe, weil ich es einfach nicht kann. Also ich bin einfach unfähig, mich in irgendeiner Weise zu prostituieren. Ich kann es nicht. Ich könnte es nicht. Wenn der Kurt Raab schreibt in dem Buch, dass Ursel Streetz und du, dass er wollte, dass ihr auf den Strich geht. Und ja klar, das hat er sich so vorgestellt. Der Mackie Messer, der Kleine, das hat er sich schon so vorgestellt. Hat er sich ganz groß gefühlt. Aber es hat eigentlich nicht funktioniert. Ich habe dann auch einen Kredit aufgenommen, 2.000 oder 3.000 Mark, mehr war das nicht. Aber er wollte einen Kurzfilm machen und er hat wirklich hoch und heilig versprochen, 100 Mark weiß ich zu bezahlen. Er hat es natürlich nicht getan. Das geht natürlich nicht lange. Jedenfalls wollten die mich nach Stadelheim mitnehmen, Freitagabend. Beugehaft, ja. Und am Montag habe ich dann Offenbarungseid geleistet. Was
Die schicksalshafteste Begegnung in meinem Leben. Ich wusste gar nicht, bis zu welchem Grad er auf mich, wie man so in unserem Jargon dann später gesagt hat, abgefahren ist. Weil ich habe eigentlich das später erst gelesen, dass er schon fantasiert hat in der Schule, dass er mit mir später Filme machen wird und dass ich ein Star, dass ich das mal sein werde. Und dass ich auch über die Irm eigentlich nur erst erfahren habe, dass er auch mal davon geträumt hatte, mich zu heiraten. Wenn ich ihm nicht begegnet wäre da auf der Schauspielschule, dann wäre ich wahrscheinlich einen ganz anderen Weg gegangen. Dass ich auf Hannah mal eifersüchtig war, ist klar, weil sie wurde mir immer als leuchtendes Beispiel hingestellt und sie wäre so toll und ich halt nicht. Ja, was soll ich, so viel Größe hatte ich damals nicht, zu sagen, das ist doch mir egal. Ja. Wir haben dann das Action-Theater gegründet und haben mit Jakob oder der Gehorsam eine sehr, sehr erfolgreiche Premiere gehabt. Kleines Wunder in der AZ-Kritiken, also sehr erfolgreich. Und dann hatte der Horst Zünlein einen Verkehrsunfall und ich musste den Peer Raben bitten aus Wuppertal, mir doch zur Hilfe zu eilen, und hat dann die Antigone inszeniert. Und das war auch das erste Stück, in dem Herr Fassbinder eingesprungen ist. Und Herr Fassbinder hat den Boten in der Antigone gespielt und damit war er dabei. Da haben wir schließlich durch ein Besprechen mit dem ganzen Ensemble beschlossen, dass er dazukommen kann. Und da gab es so ein bisschen Probleme, so Konkurrenzprobleme. Ja, erstmal starke Probleme. Ich kam zur Premiere und da sah ich nun Fassbinder. Dachte, wer ist das denn? Das Bürschchen, wer ist das? Alles rannte nur um ihn rum. Er hatte also im Handstreich das Theater unter seinen Nagel gerissen, um es mal so auszudrücken. Und er war ganz jung, er war 20. Ja. Er war 21 Jahre alt und trank damals nur Coca-Cola. Rauchte wie ein Schlot und war auch schon sehr bestimmend, damals schon. Und ich habe ihn immer misstrauisch beäugt. Ich dachte, wer ist das, wer ist das? Ich habe sehr viele Freiheiten gelassen. Das war dann durch Fassbinders Arbeit weg, die Sache mit den Freiheiten. Er hatte schon trotz seiner Jugend eine sehr genaue Vorstellung, was er wollte. Ja, er hat auch im Theater den Schauspielern sehr genau gesagt, was sie machen sollten. Das mochten einige zu dieser früheren Zeit noch nicht. Also dein damaliger Mann war politisch sehr engagiert? Er war sehr engagiert, ja. Und er war eifersüchtig auf Fassbinder? Und er war sehr eifersüchtig auf Fassbinder, auch zu Recht. Er hatte allen Grund dazu. Natürlich gab es sehr viele Konflikte mit Horst Zünlein. Er hat zweimal das Theater zertrümmert. Deinem Ex-Mann? Meinem Ex-Mann. Zweimal das Theater zertrümmert und hat dann noch schlimmer reagiert, indem er sich dann den Bader-Meinhof-Leuten angeschlossen hat. Und dann kam dieser Kaufhausbrand irgendwann, stand dann in der Zeitung. Also das war absolut eine unruhige Zeit für mich. Du wurdest für die Antigone zuerst? Da bin ich angesprungen für die Marite Greiselis, die mit auf der Schauspielschule war und die aus Eifersucht von einem Hippie, der damals mit in der Gruppe war, angestochen wurde und querschnittsgelähmt seither ist. Zu dieser Zeit entstand ja auch das Kollektiv. Es war also ein sogenanntes Kollektiv. Und wie wir alle wissen, brauchten Kollektiven Führer. Nee? Und das wurde er dann auch im Handstreich. Und wenn es gut war, das Kollektiv zu benutzen, hat er das Kollektiv benutzt. Wenn es gut war, sich gegen das Kollektiv durchzusetzen als Führer, hat er diese Spielart benutzt. Es war ein Kollektiv und er hat die Macht an sich gerissen, stimmt schon. Aber ich würde sagen, das war einfach
Aufgrund seiner starken Persönlichkeit. Warum auch nicht? Die Macht des Stärkeren. Nee, ich bezeichne mich nicht als autoritär. Ich bin das auch sicher nicht. Aber ich bin ganz leicht zu so einer Autorität oder zu so einer autoritären Person zu machen. Ich mag mich einer Potenz hingeben, die größer ist als meine. Das ist für mich ein Genuss. Ich hatte schon das Gefühl, ich bin, während ich gespielt habe, ich bin Teil seines Universums. Vielleicht gar nicht mal meines, sondern seines. Ich habe ihn öfter mal auch immer ermutigt, weiterzuschreiben. Denn das erste Stück, das er geschrieben hat, war nur wirklich sehr gut. Da habe ich lang dafür gekämpft, dass wir das spielen. Wie hieß das? Katzel machen. Ich habe es dann auch mit ihm zusammen inszeniert. Und so spielte ich also im Katzelmacher mit, im Action-Theater noch. Und es wurde auch ein Riesenerfolg, als Theaterstück wohlgemerkt. Und später wurde daraus ja der Film. Gunther. Diese Rolle hieß Gunther, das war so die böse und intrigierende. Link, diese hier, ja, die habe ich gespielt. Ja. Das bist du. Und ich meine, es ist immer noch aktuell. Ja, immer ja, noch aktuell. Ja. Der Film hat überhaupt der hat immer noch einen unglaublichen Zug. Also ich habe immer von ihm als Regisseur viel gehalten. Also er war fantasievoll und einfühlend. Er konnte allerdings auch ein Aas auf der Bassgeige sein. Wenn jemand nicht funktioniert hat, dann war es auch in der Arbeit nicht leicht. Aber wenn man funktioniert hat, war es eigentlich toll. Oh, gegen den Staat. Mhm. Gegen Gewalt, gegen Krieg, gegen Werbung, gegen was noch? Oder? Bitte? Konsum zum Beispiel. Konsum, nein, gegen die Ehe. Aber auch in der Arbeit war doch auch so, dass er Lust hatte, dich immer wieder ja, so... Ja, öffentlich zu quälen. Ja. Ja, richtig. Sag dir doch mal, sie soll jetzt mit dem Kopf nach links gehen, die blöde Kuh. So, auch bei Katzelmacher war das laufend so. Mir waren immer die Tränen runter beim Drehen. Harry Bayer, an actor and assistant director in many of Fassbinder's films, stayed loyal to his master until his death. Bitte schön. Danke. Ach, ich glaube, ich kenne sie noch. Waren Sie nicht damals dabei beim Katzelmacher, beim Dreh? Das ist schon Ewigkeiten her. Ja, da können Sie so, setzen Sie hin. Da können Sie sich noch erinnern dran? Ja, das 36 Jahre sind wir schon hier. Alles da hinten gedreht worden, kann ich mich erinnern. Das ja, sieht noch aus, ist so wie alles heute. Gleich geblieben, ja. Harry, kannst du dich noch erinnern, wie an die Szene? Wir haben uns da hingesetzt, haben unsere dummen Sprüche genau losgelassen über den Krieg aus Griechenland. Und das wird der Drecksau schon ins Handwerk legen. Ich weiß auch den Text nicht mehr dazu. Ich weiß es nicht mehr, weil ich den Film auch nicht mehr sehen möchte. Warum nicht? Weil er mir nicht gefällt. Ich mag den nicht mehr. Ich habe den mal vor 10 Jahren gesehen und da bin ich schon fast in Ohnmacht gefallen. Ja, weil der halt, ich weiß nicht, ist kein Film, das ist ein Theaterstück eigentlich, ne? Und Fassbinder hat hier direkt um die Ecke gewohnt? Ja, da vorne, der hat da alles gewohnt? Die Sträts, die Irm. Ach, da war sie wieder unglücklich und wollte sich irgendwie aus dem Fenster stürzen und hat sich auf den Fenstersims rausgesetzt und die Beine schon nach draußen. Ich glaube, die Wohnung war im 3. oder 4. Stock, weiß ich nicht mehr so genau. Und er kam dazu und sah sie und sie sagt, ich spring. Und er sagt, ja, spring doch, du blöde Sau. Und Gott sei Dank ist er nicht gesprungen. Aber das war so teilweise der Umgangston, den er auch drauf hatte. Das heißt, du wärst auch gesprungen unter Umständen? Ja. Ja. Hm. Würde ich aber heute nicht mehr machen. Das heißt also, du hast es wirklich innen gefühlt. Es war so diese... Ja, ich wusste einfach nicht weiter. Ich wusste nicht weiter, wie es ohne Rainer oder wie es ohne Situation gehen sollte. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Einerseits war man froh, dass man selber nicht dran war, aber gleichzeitig, also es war wie bei allen Sachen, wo Gewalt im Spiel ist, es ist auch so peinlich. Man möchte weggucken, man möchte es eigentlich vergessen. Weil sonst müsste man ja auch was tun. Mhm. Eine gewisse Form von Faschismus hat man auch gelebt in diesen Bedingungen.
Und trotzdem war irgendwie immer auch dieser Engel mit den zerbrochenen Flügeln und der Aufschwung in die große Freiheit, das war auch immer im Raum. Und er konnte ja auch unheimlich viel Schönes herausholen aus den anderen. Ich meine, die Ursel Strätz, die ist in der Wohnung da in der Stolbergstraße, die hat ja schon die Malesch gekriegt, wenn sie seinen Schlüsselbund klimpern hörte. Und er hat den Schlüsselbund immer außen getragen und mit seinen Stiefeln und was weiß ich, das hörte sich halt an für jemand, der darauf sensibilisiert war, als ob jetzt gleich eine Dampfwalze über ihn, könnte ja auch passieren, dass sie dann was abkriegt von ihm, ne? Und ist auch mit Sicherheit passiert. Ich habe sehr gelitten. Aber ich bin auch daran gewachsen. Ich bin sehr daran gewachsen. Es war ein Genie für mich. Manchmal hat er so was Pantherhaftes oder Katzenhaftes im Gesicht. So, ich habe mal einen Film gesehen, wo wenn eine Katze eine Maus erledigt in Zeitlupe, dieses Einverständnis auch der Maus, sich hinzugeben an diese Übergewalt. Da ist auch eine Erotik in dem Todeskampf drin. Das ist. Ich war fasziniert eigentlich von seinen Machtspielen, die er sehr oft gemacht hat. Zum Beispiel hat er mit verdrechselter Schlauheit eigentlich den Leuten Fallstricke gelegt, um sie in die Enge zu treiben. Wie gemein er dann, wie ein Gnom gelacht hat, wenn er jemand in die Enge wirklich getrieben hat. Das waren schon, also ich meine, das waren Sachen, die irgendwo waren es alles eine Intelligenzprobe. Und daher fand ich das eigentlich legitim, das Mittel. Obwohl es manchmal sehr schmerzhaft war. Wollte er diesen Schmerz? Ich glaube, den wollte er. Den hat er gebraucht, um die Leute aufzuwecken. Es war so eine Art Erziehung zum Bewusstsein. Ich wollte eigentlich studieren und Lehrer werden und Familie und zwei Kinder und was weiß ich, wie man sich das halt so wirklich als... Ich hatte damals, wusste noch überhaupt nicht Bescheid, dass ich es auch mit Männern gern mache. Er hat mich dann mit nach Paris genommen und natürlich fing er an zu grapschen. Aber Harry wusste da noch nicht von seinem Glück. Und dann hat Fassbinder dich auch mal in die Sauna genommen, oder? Ja, das war gruselig. Weil dann hingen plötzlich fünf an mir dran. Und das war mir dann einfach zu viel und dann bin ich geflüchtet in die Arme eines Arabers. Er hat sich höllisch drüber amüsiert und mir war das schon ein bisschen peinlich. Ne? Also er hatte auch wieder Regie geführt, sozusagen. Eiskalt, ja. Vielleicht auch der Tatsache, dass wir auch nie miteinander geschlafen haben, dass ich da eben nichts entwickeln konnte in irgendeiner sexuellen Abhängigkeit oder sonst irgendwas. Das ist wahrscheinlich das größte Glück, was ich hatte. Zu der Zeit dann habe ich mich ja auch voll eingelassen auf diese Szene. Ich meine jetzt nicht auf die homosexuellen Szene, aber mit der war ich ja richtig konfrontiert dann, als ich mit ihm zusammen war. Ich konnte es zwar immer noch nicht glauben, habe immer noch gedacht, so was wäre veränderbar. Mit der Hoffnung habe ich immer gelebt. Aber ich habe es natürlich leibhaftig erlebt und stand da ja auch immer vor diesen WCs rum und hatte auch gar keine Ahnung, was da eigentlich vielleicht vorgeht. Aber der Rainer ging da immer rein. Ich wartete draußen immer. Manchmal hat es sehr lange gedauert und ich konnte es gar nicht begreifen, wieso das jetzt so lange dauert. Ich habe einfach da eine schlechte Vorstellungskraft. Wie bist du mit seiner Homosexualität umgegangen? Oder? Es war ein gewisser Schutz, dass ich mir dachte, allzu weit kann das mit dem Begehren gar nicht gehen, weil er ist ja eh schwul. Also wie 8 Stunden sind kein Tag, Mutter küsst das Vater im Himmel, da erst fing ja die Gelder an. Das war das erste 1972, wo ich die erste Mark verdient habe. Ja, aber er hat doch mit Katzelmacher 5 Bundesfilmpreise, also sehr viel Prämien schon gekriegt. Bundesfilmpreise ist richtig, ja, aber damit hat er wieder, der hat ja 71 5 Spielfilme gedreht mit dem Geld. Das hat man ein Stingray sich gekauft. Eben, er hat mehrere Autos gekauft und seine Liebhaber. Ja, und Günter Kaufmann dann finanziert, der ein Auto nach dem anderen für 50.000 Mark kaputt gefahren hat. Aber für die Frauen hat das nicht gereicht, ne.
Das war natürlich schon ein bisschen merkwürdig, wenn man selber kleine Gagen bekommen hat und er fährt eins Dingerei nach dem anderen an die Wand. Das hat Unmut gegeben, sicher. Da gab es auch den ersten Aufstand zu der Zeit. Wenn ich so an ihn denke, sehe ich ihn auch oft in der Jugend, wie mit was für einer, wie der oft gesprungen ist, wenn ihm eine Einstellung gelungen ist. Also wie er sich gefreut hat, wie man sagt, wie ein Kind. The Berlin Film Festival in the year 2000. For the first time, it's being held at the new Potsdam Square. Sagt dir der Name Rainer Werner Fassbinder was? Natürlich sagt er mir was. Was verbindest du mit ihm? Große deutsche Filmgeschichte, sehr schöne Filme. Also ich sag einfach mal, Fassbinder gehört zu den Dingen, die ich mir persönlich nicht antue. Ich bin Trashist, ich gebe es ganz offen zu. Was ist das? Also so, ich liebe einfach zum Beispiel Filme, wo gejodelt wird. Ich liebe es, wo es poppig, bunt und durcheinander ist. Es muss nicht unbedingt die Heimatseligkeit an sich sein, aber Fassbinder nicht für mich. Irm Hermann at the press conference for her new film Paradiso, directed by Rudolf Thomae. The film went on to win the Silver Bear. 18 years after Fassbinder's death, Irm Hermann has become a sought-after actress, whose work is acclaimed by press and public alike. We're visiting Michael Ballhaus at his flat in Berlin. He is one of the best-known cameramen in the world. Currently, he is working on a new film, starring Leonardo DiCaprio and directed by Martin Scorsese. His camera work for Fassbinder made him world famous. Ja, Michael Ballhaus, vielen Dank, dass wir kommen durften und dich interviewen. Du bist so ein ungeheuer freundlicher Mensch, so erlebe ich dich immer. Und Fassbinder war ja nicht immer so freundlich. Ihr wart ja, so wie ich das sehe, Gegensätze. Ja, das kann man schon sagen. Ich habe immer die Einstellung gehabt, wenn jemand so gut ist, dann kann er sich das auch leisten, so zu sein. Ich arbeite lieber mit jemandem, der kompliziert ist und so genial wie Fassbinder oder wie Scorsese. Nicht so nett, sagen wir mal, als jemand, der furchtbar nett ist und langweilig. Wie erklärst du dir deine ungeheure Karriere danach, nach Fassbinder? Mein erster Besuch in Amerika war mit Rainer 1975. Da lief eine Retrospektive seiner Filme. In der New York Times gab es also eine ganze Seite. Er war das große Genie aus Deutschland. Dadurch kannte man auch meine Arbeit in Amerika. Und dann habe ich natürlich gelernt, auch durch Fassbinder ganz klar, mich schnell zu entscheiden. Ich war schnell. Ich habe es gelernt, weil er stand mit der Peitsche dahinter. Also er hat mich dazu gezwungen, schnell zu sein und schnelle Entscheidungen zu treffen. Und außerdem, ich war nie ein Kameramann, der technisch gedacht hat, sondern ich habe immer gedacht mit der Fantasie eines Regisseurs. Heute machst du Filme für, weiß nicht, 100 Millionen Dollar oder wie sind die Budgets heute? Ja, manchmal mehr. Also weiß ich, das Budget bei Wild Wild West war 140 Millionen Dollar. Also die Dreharbeit zum Beispiel bei Wild Wild West waren 122 Drehtage. Und wir hatten ein Team von ungefähr 250 Leuten. Kann man denn überhaupt wieder in Deutschland arbeiten, nachdem man diese amerikanische Erfahrung gemacht hat? Schwer. Es ist nicht einfach. Es ist ja ein unheimlicher Luxus. Man wird so verwöhnt. Ja, ne? Natürlich wird man unheimlich verwöhnt, ist klar. Harry Bär, was war dein Frauenname? Ilse. Von Ilse die Fleißige. Irgendwann mal habe ich das gekriegt. Und wenn er gespottet hat über mich, dann hieß es Ilse Bilse, keiner will sie. Jeder haut ihr auf den Kopf, kam der Koch, nahm sie doch. Und dann hat er sich köstlich drüber amüsiert. Aber naja. Ich mich weniger, aber was soll's. Du hattest ja auch einen Frauennamen, ne? Ja. Wie war der? Ich glaube Sonja.
Wir hatten ja alle Frauennamen. Also weiß ich, mein Assistent hieß Ute. Das war ja so üblich in der Gruppe. Wie habt ihr euch getroffen? Wie kam es dazu? Wir haben uns getroffen durch Uli Lommel. Der Uli Lommel hat diesen Film produziert, Whitey, in Spanien. Sodass die erste Begegnung mit euch dort in Spanien war? Ja. Wie war das? Also Rainer war sehr skeptisch mir gegenüber. Der hatte einmal das Gefühl, dass ich so ein Fernsehheini bin. Weil ich hatte natürlich schon viel mehr gemacht als er. Ich entsinne mich noch einmal, da sagt er auch, also hier kann man hier machen das. Ich sage, Moment, Rainer, das ist ein Achsensprung. Wir können nicht auf die Seite gehen. War also ganz empört, rief Peter Berling, rief den Produzenten und sagte, feuer den, der will nicht machen, was ich will hier und so. Dann stieg Rainer auf einen Stuhl und sagte, alle mal herhören, was die Mutti sagt, wird gemacht. Das heißt, er nannte dich Mutti. Und da, von da an hieß ich Mutti. Ich bin Peter Berling und habe in dem ersten Film von Fassbinder bereits als Schauspieler mitgewirkt. Das war 1969 und habe ein Jahr später zwei Filme für ihn produziert. Erst in Spanien den Film Whitey. Das ist die Sibylle Danzer. Die hat die Dreharbeiten zu Niklas Hauser-Fahrt und zu Effi Briest mitgemacht und viele andere. Die hat als Maske sozusagen als bei Maske Fassbinder-Filmen. Hat sie bei Fassbinder-Filmen viele Sachen am Anfang mitgewirkt. Ja, ich habe es dem Berlin zu verdanken, dass ich nach Spanien fuhr. Komm morgen ins Büro und der Fassbinder dreht in Spanien. Kauf jede Menge braune Schminke, es wird ein Western. Dann habe ich das gemacht, habe einen Haufen braune Schminke und komme da unten an. In Spanien, da sagt der Fassbinder, er will also alle grün. Sag ich, nichts Grünes dabei, also nicht in solchen Mengen. Also es war am Anfang so, dass ich dachte, das kann nicht lange gut gehen. Also mal abwarten, ich packe lieber aber den Koffer noch nicht aus. Aber das hat sich da nach und nach gegeben. Und mehr haben wir uns eigentlich auch verstanden. Und er merkte auch, dass ich auf ihn eingehe, dass ich ihn verstehe. Und dass ich das mache auch, was er will und dass ich das auch gut finde, was er vorschlägt. Heutzutage sagt man, Erfolg macht sexy. Das war ja damals auch schon so, ne? Diese ungeheure Energie, der war ja sexy in der Art, gell? Diese Mischung, das hat die alle überzeugt und alle, was er ja auch immer gesagt hat, ihr wollt eh nur Karriere durch mich machen und so und so. Ich meine, nun war er ja nicht besonders attraktiv. Was war dann doch seine Attraktivität Frauen und Männern gegenüber? Er war alles andere als attraktiv. Aber er hatte einen ungeheuren Charme und bei seiner ganzen physischen Hässlichkeit, bei seiner schlechten Haut, ja, gab es einfach trotzdem Momente, wo man das ohne weiteres hätte überwinden können, um ihn in den Arm zu nehmen, weil er eben eine ganz tolle Ausstrahlung hatte. Er wollte dich auch mal heiraten, sagst du? Ja, das war eine lustige Geschichte. In Spanien, ich komme da an, ich war quasi die Neue. Und da war diese Szene im Salon, alle tanzen und plötzlich sagt er Stopp und dann tanzt er mit mir und sagt dann, heirate mich. Und ich denke, naja, Witz, ne? Und dann sagt er, ich fange erst wieder an zu drehen, wenn du mir eine Antwort gibst. Und das hat ziemlich lange gedauert. Dann sagt die Schigula, sag halt ja, damit wir endlich weiter drehen können. Natürlich gab es da ziemliche Spannungen, weil er immer versuchte, mich sozusagen reinzuziehen, ganz in die Gruppe und dann auch mich auszuspielen. Ich habe es ausgehalten, weil ich ihn so sehr geschätzt habe halt auch. Und dann hatte ich immer meine Familie, ich hatte immer die Helga im Hintergrund, mit der, wo ich mich dann auch wieder sozusagen abladen konnte und sagen konnte, ach, es war wieder scheiße und er hat sich wieder wie ein Schwein benommen und so. Ich konnte mich sozusagen ein bisschen auch abreagieren. Aber es war natürlich, manchmal war es schon ganz schön hart. Ich fiel natürlich auch mal in Gnade und mal in Ungnade. Das konnte gar nicht ausbleiben. Jedenfalls kam er plötzlich angestürzt auf mich und jetzt schlage ich dir die Schnauze ein, du fettes, dickes Schwein. Ja? Und ich konnte gar nicht mehr aufstehen. Ich saß da auf den Treppen vor dem Salon, machte also nur noch das Bein lang und Rainer flog erstmal auf die Schnauze. Und dann erhob er sich und ließ es aber immer noch nicht bleiben. Ich bring dich um, ich schlitz dich auf, ja. Inzwischen war ich aber hoch und habe ihn das durchlaufen lassen, ihm mit gefalteten Händen einen ins Genick gehauen, ja. Nur nachher richtig flach. Und dann stand er auf und umarmte mich und sagte, ich liebe dich, ich liebe dich. Jetzt weiß ich, dass ich einen Film nur mit dir machen kann.
Die Schauspieler haben Angst vor ihm gehabt, weil ein Schauspieler ist ja viel mehr vom Regisseur abhängig als eine Maskenbildnerin. Und die haben, glaube ich, schon ein bisschen Angst gehabt vor ihm, ob sie missfallen oder... Weil sie Angst hatten, wenn sie das Maul aufmachen, sind sie beim nächsten Film nicht mehr dabei. Das war bei Fassbinder tatsächlich so. Das ging ruckzuck. Nicht? Also Film umbesetzen, Rollen umbesetzen, wenn einer das falsche Wort gesagt hatte, das war also das Schnellste, was es gab. Einmal habe ich Partei für jemanden ergriffen, ich weiß gar nicht mehr, um wen es ging. Da habe ich ihn vorwurfsvoll angeschaut, weil das fand ich irgendwie... Dann hat er so gelacht, weil er doch oft so einer hohen Tonlage... gelacht, habe ich angeschaut und habe gesagt, wie die mich jetzt anschaut. Ah, der hat alles registriert. Der hat hinten Ohren, Augen gehabt und hier und überall. Also, er hatte wohl eine sadistische Ader, kann ich nur sagen. Nicht? Und er konnte sie nun mehr und mehr auch ausleben. Doch bei Whitey hat er den Uli Lommel sehr bestraft. Da gab es eine Szene, wo die Katrin Scharke, die damals seine Frau war, ihn ohrfeigen musste. Und da hat er gesagt, also ja, ich möchte, dass du jetzt ihn 25 Mal voll ins Gesicht schlägst. Und das hat die Katrin gemacht. Und das war natürlich eine ungeheure Erniedrigung. Und Uli lief hinterher weg und heulte und Katrin heulte und alle heulten. Aber das war er halt, ja. Au son du tambour, voyez trotter les veaux. Pour la peau du tambour, ils ont eux-mêmes donné la peau. Une peau, j'ai à te promener. Der Metzger ruft, die Fahrt ist geschlossen. Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Zwei, drei, die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen. Sie ziehen den Geist in seinen Reihen mit. Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Zwei, drei, die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen. Sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie at the Cité de la Musique in Paris, Hanna Schigula is triumphing with her new Night of Brecht. Hanna Schigula always enjoyed a special place in Fassbinder's world. She was his Marlene Dietrich and was never dragged into his private games and intrigues. Bist du ein Star in Frankreich? Hast du einen Vorteil sozusagen durch die Filme? Auf jeden Fall. Klar. Ich meine, sag mal, ich bin noch nicht ganz vergessen. Aber zu einer Zeit gab es auch richtig so einen Hype. Ja, ja, also es war einmal, da ging die Welle ganz hoch, da hätte karrieremäßig was Tolles draus werden können, war dann aber nicht. Da hat mich mal einer gefragt, wie ich mich so fühle beim Spielen, da habe ich gesagt, wie eine Marionette, aber eben mit einem Eigenleben. Spielen bei Fassbinder? Ja, auch. Er war ja der große Marionettist, ne? Und es war auch ein Genuss, von ihm geführt zu werden. Er hat nur vorgemacht, welche Bewegungen er haben wollte, Choreografie. Über Rollen hat er gar nicht gesprochen. Und er hat mich eingesetzt als unbewusst. Sehr puppenhaft. Ne? Ja, und puppenhaft. Eben deshalb auch wieder er hat ja Puppen geliebt, hat eine ganze Puppensammlung gehabt. Und ich habe aber das irgendwie selber auch noch dazu gebracht, ne? Weil die Stilisierungen waren ja von uns. Er hatte ja immer gesagt, Verzweiflung ist eigentlich das Einzige, was mich am Menschen interessiert. Und ich war so ein Sonnenanbeter. Der Rainer hat halt, bevor er angefangen hat, Filme zu machen, ungefähr 2.000 bis 3.000 Filme gesehen im Kino. Der hat ja Film
Weiß ich, gegessen und geatmet, wie wir essen und trinken. Und dadurch hatte er natürlich auch sehr genaue Vorstellungen von einer Bildabfolge. Hast du es verstanden, was er gemacht hat? Ich habe es nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe es einfach nur gemacht. Verstanden habe ich das nicht. Der hat mich zwar genau inszeniert, aber ich habe letztlich nur aus meinem Unterbewusstsein gespielt. Ich habe doch oft diese unterdrückten Ehefrauen gespielt. Und das wusste ich natürlich sehr gut, denn ich habe ja auch Eltern gehabt und ich habe die natürlich auch beobachtet als Kind. Es ist nicht eine verpasste Kindheit, es ist eher keine. Haben Sie sich geborgen gefühlt als Kind oder nicht? Nein. Er war brutal, indem er so einmal das Bücherregal umgeschmissen hat, weil er Geld gebraucht hat. Und immer dachte ich, habe das Geld versteckt in den Büchern, zwischen den Büchern. Da hat er dann das war in den Anfangszeiten, ja. Bücherregal umgeschmissen oder das Müsli an die Wand oder das Blaukraut war nicht so, wie seine Mutter es machte. Und es gab ja nur drei Gerichte, die seine Mutter kochen konnte. Das waren Buletten, das war Blaukraut und weiß ich auch nicht, dann hört es schon auf. Wie kam das, dieser Sadismus, den er hatte? Das muss man ja schon sagen. Also ich glaube, dass es halt daran lag, dass er nicht genug Liebe hatte als Kind. Ich meine, seine Mutter, seine Eltern waren ja geschieden und seine Mutter hat, glaube ich, als er 16 war oder so, einen anderen Mann kennengelernt und hat eigentlich zu Rainer gesagt, jetzt bist du also, you're on your own. Er war halt dann alleine und für ihn war ja auch, Filme machen hatte ja auch was mit Familie zu tun. Er wollte ja, das war ja seine Familie. Aber er hat seine Familie dann manchmal natürlich auch terrorisiert, wie also ein böser Vater vielleicht. Er musste diese Anerkennung und Bestätigung von den anderen haben, dass man ihn liebt. Er brauchte das ununterbrochen. Und das war auch krankhaft. Als er endlich dachte, glaube ich mit 10 oder 12, dass er ein Zuhause hätte, als die Mutter diesen Eder da sich liierte mit dem, dann hat er gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass der kommt. Und dann hat sie ihn ins Lehrlingsheim gesteckt. Und das hat er ihr auch nicht verziehen. Also er kam dann geschminkt und mit lackierten Fingernägeln an, um sich da zu produzieren. Und da hat sie natürlich erst recht rausgeschmissen. Bestimmt war sie keine von den Müttern gewesen, die einem einfach so das geben konnte. Das, was jedes Kind eigentlich am meisten braucht, diese Wärme, die von diesem Bereich kommt. Natürlich ist der, der liebt oder mehr an dieser Liebe hängt oder an einer Beziehung hängt, der Unterlegene. Das hat damit zu tun, dass der, der weniger liebt, mehr Macht hat, klar. Ich weiß noch, wie Rainer ganz überraschend für die meisten im Sommer 1970 die Ingrid Kavin heiratete, was ein großes orgiastisches Fest in Feldkirchen ergab. Dann hat er der Irm einen größeren Schein in die Hand gedrückt. Die sollte sich was kaufen, sollte sich Schuhe kaufen oder was Schönes. Die ging aber, nahm die Hanna und die beiden gingen sich besaufen und schimpften über die Hexe, die ihn den Rainer weggenommen hat. Fassbinder hat ja dann geheiratet, die Ingrid Kavin. War das für dich ein großer Schlag? Jein, weil es wurde zugleich, wurde das wieder relativiert, weil erstens hat er mich angerufen, ob ich denn komme zur Hochzeit. Und dann habe ich an dem Tag gedreht, der amerikanische Soldat. Das haben wir am Königsplatz in München gedreht, mit dem Karl Scheidt. Und dann bin ich mit Hanna irgendwie, sind wir in die Kulisse gegangen und haben ganz viel getrunken. Und dann war ja auch in der Hochzeitsnacht, ja, kam mir dann auch der Günther Kaufmann. Also. Das heißt also, Rainer hat dann die Hochzeitsnacht mit dem Kaufmann verbracht, statt mit Kavin. Ja. Tatsächlich ist es auch so gewesen, dass die Hochzeitsnacht grotesk verlief, dass nämlich als Ingrid schließlich abgefüllt für eine Strandhaubitze beschloss, das eheliche Schlafzimmer aufzusuchen, das bereits verschlossen war. Ja. Ich sehe die noch mit ihren kleinen Fäusten in die Tür trommeln. Ja. Die Heirat, das ist was ganz Dummes gewesen, wenn man so will. Ich meine, es ist, wir hätten nicht heiraten sollen. Das wirft auf die ganze Sache immer so ein ganz doofes Licht. Wir haben uns vorher und nachher sehr viel besser verstanden als zu der Zeit, als wir verheiratet waren. Da hat bei uns ein ganz komischer Mechanismus eingesetzt, der
von dem ich nicht geglaubt hätte, dass er bei uns einsetzen würde. Es hat dieses komische Besitzdenken oder so auf eine merkwürdige Art und Weise eingesetzt. I've been trying to contact the actress and singer Ingrid Cavan in Paris for months. I'm hoping I'll be able to get her on camera this time. Bonjour, vous pouvez laisser un message après le beep. You can leave a message after the signal. Thank you. Merci. Hallo Ingrid, hier ist Rosa, Rosa von Braunheim. Bist du da? Hallo Ingrid? Vorhin war besetzt, jetzt bist du nicht da. Okay. Ich komme gerade. Ah, da bist du ja. Du sag mal, du weißt ja, ich bin so scharf drauf, ein bisschen was von dir über Fassbinder zu erfahren. Ich bin ja gar nicht so scharf drauf. Sag mal, und wenn ich nach Paris komme, ist es möglich, dass ich dich vielleicht vor die Kamera kriege, oder? Ach, das lohnt sich doch nicht. Lass uns das ein bisschen hier mit Telefon machen. Ja. Wie kam es denn zur Heirat oder so? Also ich meine, dass das sozusagen eine Grenze überschritten wurde. Dann, nachdem wir ein Team waren, wollte er gleich heiraten. Ja, das war seltsam, weil das gar nicht in Mode war. Aber warum wurdest du plötzlich verknallt? Wie? Ja, das ist komisch. Ich war dann auch verknallt. Aber er ist ja so intensiv und so insistierend. Du kannst dir das nicht vorstellen. Er war ja plötzlich wie ein normaler Mann. Der hat sich ja bemüht, der hat ja auch mit mir gebumst. Ich glaube, einfach weil er das sich so vorgenommen hat. Ich weiß nicht, ob er viel Spaß dran hatte, weißt du, das würde ich gar nicht behaupten. Sondern das, der hat ja dann das gemacht, was man machen soll. Das war ja ungeheuer. Also ich denke nicht, dass er sich einen abgewürgt hat. Das, ja, und habt ihr mehrmals gebumst oder war das nur einmal? Nee. Ich nehme an, das lief über so eine sehr starke Vorstellungskraft, weil ich war ja nun mal kein Mann. Ne? Aber hat er sich vorgestellt, dann irgendwie auch so eine bürgerliche Ehe, also dass da jemand ist? Ja, natürlich wurde ein Kind und alles. Natürlich. Das war ja etwas, was ich zuerst gar nicht begriffen habe. Ich dachte, ich heirate einen Schwulen. Warum nicht? Ich mag ihn gerne, wir sind lustig. Und, aber ich dachte, ich kann, wenn er dann in die Klappe geht, kann ich mit anderen rummachen, mit anderen Männern. Ja, das ging aber dann nicht. Ne? Das heißt, er war dann plötzlich eifersüchtig. Ja. Und vor allem, er wollte ja dann auch nicht, dass ich mit anderen arbeite. Ne? Ach ja. Sag mal, und nach der Heirat, war das plötzlich dann zu sentimental oder was? Oder? Nein, das war dann irgendwie, weil ich dann doch, fühlte ich mich doch sehr eingesperrt. Aber das kann ich jetzt nicht alles, du, das ist so viel. Ja, klar. 2 years after she married Fassbinder, Ingrid Cavan divorced him. She moved to Paris and made a successful career for herself, singing Fassbinder songs to the accompaniment of Pierre Rabin's music. Die Straßen stinken nach Kot und nach Dreck. Die Chancen sinken, denn Fred ist weg. Die Sonne steigt ab und er ließ mich sein. Ich schaufle mein Grab und keiner sagt nein, sagt nein, sagt nein. Männer vergessen Frauen so schnell. Männer die Beziehung mit, von mir zu Cavan, wie sie geheiratet haben, gab es eine Phase, wo er ihr die Tür eingerannt hat und sie sich richtig bedroht gefühlt hat und wo sie dann bei mir auch ein Momentchen Zuflucht gesucht hat. Also so seltsame Konstellation. Das mit dem Singen kam, dann habe ich eigentlich nur wiederum in einer Zeitung gelesen, sie wollte mir einen Prozess machen, was ja irgendwie ganz absurd ist, aber das muss sie irgendwie wahrscheinlich sehr, sehr unangenehm berührt haben.
ein Lied war dabei, was sie auch gesungen hatte. Alles in Leder, aber mit einer anderen Melodie. So wie die Cavenne habe ich sowieso nie gesungen. Ne? Here in a modest flat in Kreuzberg, Berlin, lives my favorite actress, Eva Mattes. She worked in film and theater with Fassbinder. Das ist mein Fahrrad, guck mal da. Wo ist dein Fahrrad? Da. Ah, da ist dein Fahrrad. Vorne im Ich habe ja in München mit Theater angefangen. Ja, und da warst du ganz jung, 12. Ne? 12. Denn ich meine, du hattest ja das Vorbild deiner Mutter, ne? Ja. Ein skandalöser Star der 30, 40 Jahre, ne? Ja. Naja, das hat mich natürlich, das war ja auch die Verführung. Dann, also, das kam durch meine Mutter. Irgendwie der glühende Wunsch auch, Schauspielerin zu sein. Und wollte sie das auch? Sie wollte das auch. Also sie hat es jedenfalls nicht verhindert. Und sie hat ja auch den Rainer angesprochen. Was? Deine Mutter hat den Rainer angesprochen? Mutter, das war in München in einer Diskothek. Ja, da war ich, glaube ich, 15. Und ich war mit meiner Mutter, wir sind hier um die Ecke, in einer Diskothek. Und wir haben getanzt. Also ich habe getanzt. Und dann guckte ich plötzlich so auf und da sah ich meine Mutter mit jemandem sprechen. Sehr eindringlich. Und dann guckte ich mich etwas genauer hin und dachte ich, ups, das ist ja Rainer Werner Fassbinder. Und dann guckte ich sofort wieder weg, weil mir das entsetzlich peinlich war. Und weil sie natürlich immer auf mich deutete und immer so zu ihm. Und hat sie gesagt, schauen Sie, meine Tochter ist so begabt oder so. Und er lächelte immer so milde. Naja, und dann haben sie mich irgendwann dann hin zu sich gerufen. Dann bin ich also da hingegangen. Aber schämte mich furchtbar, das war mir entsetzlich peinlich. Auch und da standen wir noch an der Tür, da fuhr er mit seinem BMW vor, machte die Tür auf und sagte, komm doch mit zu mir. Und meine Mutter sagt, geh doch, geh doch. Und ich habe gesagt, nee, ein andermal. Ich möchte jetzt nach Hause gehen, ich wollte das nicht. Und ich habe es mir einfach jeden Tag gewünscht, dass er anruft und irgendwie mit mir arbeitet. Und das hat er dann ja auch dann irgendwann gemacht. Und du bist ja dann selbst auch in sehr frühen Jahren nackt aufgetreten im Wildwechsel. Ne? Das war ja auch ein Skandal damals. Ja, also ja, warum auch immer das so kam, ja. War das für dich ganz natürlich, das zu machen, oder hattest du da Probleme? Es war relativ natürlich. Also ich habe da gedacht, na gut, also okay, jetzt ziehe ich mich aus, aber es wurde dann auch vollkommen normal. Und der Rainer hat mich auch sehr geschützt. Also es waren Fotoapparate, Kameras, das war alles verboten am Set. Und da hat er unheimlich aufgepasst, also persönlich auch. Und Harry Bär war dein Partner, der ist ja auch nackt aufgetreten. War das für den peinlich? Der hatte, glaube ich, mehr Schwierigkeiten, ne? Wir haben darüber nicht geredet. Einmal haben wir an der Donau gedreht. Da hatte ich ein Bikini an und er eine Badehose und es war richtig kalt. Und wir froren ganz furchtbar und alle schmissen Decken über uns drüber und Mäntel, während das Licht noch eingeleuchtet wurde und Kamera und bla. Und Harry und ich lagen unter diesen Decken ganz eng aneinander gekuschelt und irgendwie quatschten wir so miteinander und schmusten so ein bisschen, also aber mehr so mit den Wimpern aneinander und so. Also halt kindlich und süß. Ich war natürlich total verknallt in Harry. Und dann kam Rainer, stellte sich über uns, zog die Decke weg und sagte, Harry, fang mir ja keine heterosexuelle Beziehung an. Und der Harry, ups, sagte, nein, nein und so. Und wir krochen wieder unter die Decke und ich fragte Harry, was ist denn eine heterosexuelle Beziehung? Und ich zog mich dann also ganz diskret wieder zurück. Das waren so erste Erfahrungen. Andererseits ging Rainer mit mir abends in die Bars und in Pornobars, also wo er dann irgendwie sein Bier trank und die Pornofilme liefen. Und da musste ich auch mit. So kenne ich ihn eben als unheimlich milde und sanft und traurig, süß. Am Anfang hat er mich ja immer eingesetzt. Und das erste Mal, wo es dazu kam, dass ich die Trennung wollte, das war, weil ich mir, wie ich mich auf der Leinwand gesehen habe, in diesem wirklich wunderschönen Film Effi Briest, bin ich so erschrocken, dass ich so bin, dieses Erstarrte. Und Leidende. Und Leidende. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt weg davon. Und das hat ihn total verletzt. Das konnte er überhaupt nicht verstehen, wo er mir doch immer die schönsten Rollen gegeben hat, dass ich von mir aus weg wollte. Und dann war ja auch 7 Jahre lang nichts mehr.
Oder vier Jahre. Du weißt, man übertreibt immer in der Wiederholung. Ja. The actress Barbara Valentine let me and my assistant visit her and stir up old memories. Before Fassbinder reinvented her as a serious actress, she began her career in the 50s as a blonde bombshell. Da warst du 17 ungefähr. Ja, fast 18. Und du wurdest so als neue Brigitte Bardot. Ich stand mehr in der Zeitung als vor der Kamera, ja. Und wie kam das, dass du so wie eine Bombe einschlugst? Ich meine, die Leute waren ja verrückt nach dir, ne? Ich habe diesen komischen Amerikaner gehabt, der meinte, ich mache aus dir einen Star. Das war auch manchmal peinlich, muss ich sagen. Ja. Aber es war in allen Zeitungen. Inszeniert. So macht man in Amerika Karriere. Ja. Und du hast, wie viele Filme hast du gemacht insgesamt? 50 Spielfilme, also. Und hunderte von Fernsehen? Ja, also bestimmt so 500. Das ist Angst, Essen, Seele auf mit dem Salem, ne? Mit dem Freund von Fassbinder. Das war Lili Marleen, ne? Ja. Und jetzt an Rainer zurückdenkst, was bleibt sozusagen? Ein toller Mann mit sehr vielen Variationen an Herzensgüte, Härte. Erotische Ausstrahlung, die er hatte, auch wenn die anderen sagen, ach, der war doch so hässlich. Nein, der hatte was. Auch kleine, dicke Männer als Beispiel nur können eine unheimliche Erotik ausstrahlen. Er hatte eine unheimliche Potenz und ein Charisma, der war da und den hat man nie übersehen. Egal, auch wenn er ganz leise war, den musste man wahrnehmen. Es war für mich auch schon sehr wichtig gewesen, dass ich gemerkt habe, ich kann auch ohne Film leben. In diesen 4 Jahren, was hast du da gemacht? Ach, da war ich auf dem Weg zu mir. Das war auch eine Suche nach einem Meister dann auch wieder, oder? Ja, schon, aber ich habe ihn nirgendwo gefunden. Ne? Das ging mir dann überall sehr schnell auf den Wecker, dieses Anhimmeln des Meisters. Wie hast du Rainer kennengelernt? Ganz normal. Ich wurde über die Agentur angefragt, ob ich dann Zeit hätte, ob mir ein Drehbuch schicken kann, ein Fernseher. Zweiteiler, Welt am Draht, Regie Rainer Werner Fassbinder. Und dann kam eben der erste Drehtag. Ich habe natürlich sehr gerne zugesagt. Er war sowas von höflich. Es hat mich gestört, dass er gnädige Frau zu mir sagt. Dann sage ich, bitte, das macht mich ganz verrückt, wenn Sie das sagen. Also ganz normal, spießig fast. Da war der Löwitsch auch da, nicht? Und Löwitsch war mein Partner. Den kannte ich vorher auch nicht, nur im Namen nach, nicht persönlich. Also der Rainer hat richtig provoziert, ja, diese Liebschaft mit Löwitsch, das hat er angeschürt, angereizt. Ja, Feuerchen und was. Ja, was war da passiert? Ihr habt da Nora gedreht. Ich mag das jetzt gar nicht wiederholen, weil irgendeinen Gang machte ich falsch, zu früh und zu weit. Und über Lautsprecher, also, na Frau Valentin, hat sie Herr Löwitsch heute Nacht nicht richtig bedient, dass sie unkonzentriert sind. Und er sagte nicht bedient, sondern gefickt, oder? Ja, gut, dass du es sagst. Und Löwitsch ging wütend und ich stand da wie gelähmt. Ja. Ich habe mich geschämt. Was so, und, oh Gott, wie kann man das? Ich habe mich abgeschminkt und geheult, eingeschlossen. Und hat sich dann nachts entschuldigt, kam dann. Ja, und dann war wieder alles in Ordnung. Er konnte so lieb sein, dann Rainer hinzu. Das hat mir sehr gefallen. Habe ich auch oft dran gedacht. Ich könnte fast heulen jetzt, bitte, entschuldigt. Mach doch mal aus. Ja, okay. Gib mir sehr, bitte. So. Ich sing jetzt auch noch. Es liegt eine Wilde, ein weiter Wilde Mann, ein Jäger, der schaut sie im Felsengestein, dem Buschen, dem Mund. Warum halte ich eigentlich die Hand so unnatürlich? Ach so, ich singe Operette dann immer, ja. A big celebration for the 90th birthday of Brigitta Mira at the Berliner Wintergarten. When she appeared in Fassbinder's film, Fear Eats the Soul, the comedienne proved she was also a great character actress. Nun hast du dich ja unsterblich gemacht mit einigen Filmen. Sehr unsterblich ist natürlich wunderbar. Das ist ein schönes Wort, das liebe ich sehr. Naja, ich meine, das war eben der Film von Rainer, nicht? Ist ja nicht meiner. Aber ich glaube, ich hätte viele, viele Chancen noch, wenn er da wäre. Ich habe also auch gestern in einem Interview gesagt, was ich mir noch wünsche, habe ich gesagt, na ja, ein Oscar. Aber der ist mir natürlich nur beschert, wenn Rainer noch leben würde. Bin ich von überzeugt. On the set of A Wicked Couple, starring Brigitte Mira and Harald Juncker, under the direction of Wolf Grimm.
Nach rechts. Nach rechts. So, ja. Bitte? Wie konntest du mir das antun? Wie konntest du mir das antun? Was? Ich sterbe. Und Fassbinder war für dich sozusagen das Sprungbrett zu einer anderen Form von Film? Von ich habe vorher auch schon mal ernstere Rollen gespielt, aber sie sind nie so rausgekommen wie gerade durch diesen Film. Das war ja sehr toll, als ich den gemacht hatte, hieß es ja, wo war diese Frau so lange, schrieb eine Zeitung. Naja, und dann habe ich sie überzeugt, dass ich auch das kann. Du hast mal gesagt, er war der Erste, der die Schminke vom Gesicht gerissen hat. Und das war bei dem ersten Kinofilm Angst ist in Seele auf, ja. Dann kam er mit Nivea-Topf reingefasst mit den Cremen. Und so mir ins Gesicht, als verschmiert, die Schminke lief, also die Wimperntusche lief runter, der Eyeliner und was das so war. Und sagt dann so, jetzt nehmt Vaseline runter mit dem ganzen Dreck. So will ich es haben. Und dafür bist du ihm eigentlich noch dankbar, dass ja, dass er mir das beigebracht hat. Ich habe nicht geheult, so, ich war nur geschockt. So, okay, dann, ja, dann glänzt es, ist wurscht. Toll war's. Ja. Also da bist du zur Charakterdarstellerin geworden. Ja, äußerlich vielleicht, ja. Nein, und diesen Aha-Effekt dann. Mein Gott, die kann ja was. Sonst war immer das Äußere wichtig. Und es wollte auch niemand, dass ich was kann. Ich musste nur stramm dastehen, Bauch einziehen, Busen raus, ja. Lange Haare, dicke und sexy gucken, die Blöden. Hättest du gedacht, dass du Angst, Essen, Seele auf so ein großer Erfolg wird? Um Gottes Willen, nein. Ach, die erste Szene, die gedreht wurde, war diese, wo ich heule und sage, ihr Schweine. Und die war im hellen Sonnenschein gedacht und es regnete Strüppen. Aber sie hat im Regen gemacht. Dann lief mir das alles so runter und so. Und das war eine gute Wirkung. Und das war eine Szene, wo du deine Umgebung beschimpfst, weil sie dich angegriffen haben. Diese Rassengeschichte, ja. Weil du mit einem farbigen Mann zusammen bist. Auch unerhört dieses Thema als solches, das so aktuell ist heute noch. Da hat Rainer sofort gesagt, der Film kriegt einen Preis. Ja? Und da habe ich nur den Kopf geschüttelt und gesagt, ja. Weißt du, wie ich meine? Ich und Preis. Das war so weit weg, wie der Mond da oben ist. Das ist hier die Liebesszene, wo ihr habt auch nackt gespielt zusammen, ne? Ja. Mit Salem. Hast du Probleme gehabt, nackt aufzutreten, oder war das für dich immer natürlich? Also nein, das war das erste Mal, dass ich mich ausgezogen habe. Wirklich? Und da hat er lange mit mir geredet und gesagt, es wird ganz dämmerig, es ist dunkel in dem Raum, es sind nur die Silhouette zu sehen und es ist keine Pornografie. Und war Salem scharf auf dich, oder? Das passierte dann ohne sein Wollen, also glaube ich, ich glaube, es war nicht geplant, nein. Und war Rainer eifersüchtig? Nein, im Gegenteil, der Salem hatte Probleme und schämte sich oder ich weiß es nicht und hat ihn dann beruhigt und abgelehnt. Waren die beiden noch sehr verliebt in der Zeit, Salem und Rainer? Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Das wusste man bei Rainer nie. Weißt du? Rainer hat es nicht gezeigt. Er zeigt es nicht, nein. Er hat es nie gezeigt. Wie erklärst du dir, dass das so tragisch geendet hat? Salem hat sich ja umgebracht, Rainer hat ihn verlassen und... Es waren alles Menschen, die keinen Halt hatten. Auch Salem hatte keinen. Salem war wirklich so wie so eine Palme im Wind, ja? Er hat immer versucht, irgendwie Wärme zu kriegen, die er aber nicht bekam. Ich hatte sie auch nicht für ihn, muss ich leider gestehen. Aber ich war halt so mit meinem Leben beschäftigt, dass ich für sowas gar keine Zeit gehabt hätte. Ja? Und es war mir auch zu gefährlich. Salem war ja der zauberhafteste, liebste. Wenn er nur einen Schluck Alkohol hatte, war das ein Tier, ein böses. So ist er ja auch geendet, ne? Ist ja auch ganz schlimm, wenn jemand dich total besitzen will und dann lässt er dich fallen. Dann weißt du gar nicht mehr, was los ist. Also Elihidi Ben Salem war ein stolzer Mensch, ein schöner, stolzer Mensch und war ohne Rainer nichts. Also er hätte, wenn, dann wieder ins Slum zurückgemusst oder ins Ghetto, sag ich mal, ins marokkanische Ghetto nach Paris. Ich weiß ja, wie er angekommen ist aus der Sauna mit einer
Flugtasche mit einer Penne, Plastiktasche und eine Plastiklederjacke. Opfer der Einflussnahme Fassbinders. Da klaffte eben ein himmelweiter Unterschied von der Herkunft zu der Situation, in die sie geworfen wurden. Salem lief ja in Designerklamotten rum. Und als er sie hat dann irgendwie fallen lassen, also weil er seine Sympathie halt woanders hingeworfen hat, ja, dann sind die schier verzweifelt. Und in der Situation war ich ja letztlich auch. Ich war ja auch in der Situation. Ich habe mein bürgerliches Leben hinter mir gelassen, wurde plötzlich ein Filmstar, sage ich mal in Anführungszeichen, bekam Bundesfilmpreis schon sehr früh und plötzlich sollte ich gar nicht mehr spielen, sollte ich nicht mehr dabei sein. Ja, da war nur noch Selbstmord angesagt. A few years after the premiere of Fear Eats the Soul, in which Salem played the main part, it was revealed that he'd hanged himself in a French prison. Sagt dir der Name Rainer Werner Fassbinder was? Allerdings. Ja, du hast ihn gekannt? Ich habe ihn sehr gut gekannt. Kannst du so lieb sein, dich vorzustellen? Francine Brücher. Ich habe viele Reisen mit ihm gemacht, weil ich seine ersten Filme verkauft habe. Und wir waren dann sehr oft auf Filmfestivals. Die ersten Filme heißt? Katzelmacher, Der Händler der vier Jahreszeiten, ja. Die Tränen von Petra von Kant. Und dann kam der Film Angst, Essen, Seele auf im Wettbewerb in Cannes. Das war in 1974. Den hast du betreut dann? Ja, und sehr gut verkauft damals. Brigitte Mira war ein Riesenerfolg. Sie war sehr nah dran, den Preis als beste Darstellerin zu gewinnen. Ich hatte das Gefühl, ich spiele einen Film. Ich gehe die Treppen da runter, mit Samt belegt. Publikum johlt und hallo. Und ich sage zum Rainer, du sag mal, da oben steht uns jemand die Show. Und ich dachte, Frau Taylor wäre da oben oder Sinatra oder irgend so jemand. Sagt er, nein, nein, das ist für uns. Sag ich, das glaubt uns in Berlin kein Mensch. Und dann wiederholte sich das nochmal mit den Bundesfilmpreisen, nicht? Na, dann kam ja das erste Mal in meinem Leben Preise. Ich hatte noch nie Preise bekommen. Wie war Fassbinder privat? Er war nicht immer nett und er war richtig böse zu manchen Leuten. Ja. Das heißt, er war nicht böse, aber es gab immer ein Opfer. Ja, das war ja eine Attraktion auch zwischen dir und Fassbinder. Er wollte dich heiraten. War da auch eine erotische Beziehung? Ja. Ja, aber nicht so, wie man landläufig denkt, dass wir rumgefummelt haben oder versucht. Nein, nein, es war erotisch, aber im Kopf, das war eine Kopferotik, das war viel geiler, im Grunde genommen. Denn ich meine, er hatte ja auch mit Frauen Sex. Ja, ich habe gehört, ja. Hattest du das Gefühl, dass er bisexuell war oder ganz schwul war? Denn? Ganz schwul. Ja. Ja. Das ist klar. Ja. Haben Sie den Namen Rainer Werner Fassbinder schon mal gehört? Ja. Ja? Und? Gestorben. Ja. Der Österreicher, der Wiener. Nein, in Bayer. Also hat hier in München gelebt, in der Deutschen Eiche haben die mal gefeiert. Filmemacher, Filmregisseur. Ja. Und? Ja, ich frag nur. Von Fassbinder habe ich schon was gehört. Ja. Aber ich habe den jetzt verwechselt mit dem Gourmet aus Österreich, der sich überfressen hat. Fassbinder's favorite bar was the Deutsche Eiche in Munich's Gay District. Harry Bayer is meeting the Eiche's former owner, Sonja Neudorfer. Her parties at carnival time were famous. Sitz und Ruhe. Der Rainer kam das erste Mal 1974. Und da war der da und da hat er Armin Meyer kennengelernt, glaube ich, gell? Ziemlich schnell, ja. Der Armin hat da Würstelbraten im Hof. Der später ist er dann schon befördert worden. Da hat er dann Leberwurst und Blutwurst machen dürfen. Ja. Assistiert von Herrn Fassbinder, ja, selbstverständlich. Ja, das waren Aufzüge, das kann man gar nicht erzählen. Nee, kommt halt noch das Gesundheitsamt. Was war der Armin für ein Typ? Was war der für ein Mensch? Gaudi Bursch. Der war nur aus Tradi Waberl zusammengesetzt. Also, aus was? Nur aus Blödsinn. Der hat also wirklich nur Blödsinn gemacht und wenn er wo was anstellen hat können, ja, dann hat er was angestellt. Ja. Ja.
So mit Auto und ihm an, mit dem neuen Auto vom Rainer, mit dem Roden in die Auslage rein nachts und so. Jetzt klangt es. Du bist ja dann nach Frankfurt ans Theater am Turm gekommen. Ich bin dann an das war so, er hat mich bei den Dreharbeiten zu Effi Briest, hat er mich gefragt, ob ich mit ihm in sein neues Theater kommen will. Und er möchte doch wieder mit mir zusammen leben und zusammenarbeiten. Und ich habe dann das natürlich sehr gerne gemacht, weil ich hatte sehr große Sehnsucht nach ihm. Theater am Turm, das war ja eine schwierige Zeit, glaube ich, für euch alle, ne? Finde ich nicht. Nein? Ich fand das ganz toll gewesen. Also erstens habe ich ganz viel gespielt und vor allen Dingen, ich habe mich da in meinen Mann verliebt. Und deswegen ist mir das Theater am Turm in liebender Erinnerung. Wie hast du ihn kennengelernt? Er war mein Partner im ersten Stück in Germinal, spielte er mein Liebhaber. Also da haben wir uns beide sehr ineinander verliebt. Du hast dann zusammengelebt mit ihm und Armin Meyer, seinem Freund. Ich habe zusammengelebt. Wir haben auch sehr oft in dem Dreierbett zusammengelegen und haben Armin Märchen vorgelesen während der Nachtzeit. Er war aus der Hitler-Zuchtanstalt. Wie hieß die Stadt? Lebensborn. Lebensborn, genau. Und er hatte sehr viel Kindheit nachzuholen und wir haben versucht, ihm einen Teil der Kindheit wiederzugeben. Und Armin war ja doch eher ein sanfter Typ, obwohl die beiden sich wohl auch viel gestritten haben. Na, sanft war er nicht. War ein richtig kleiner Rabauke. Aber mit dem konnte ich schon mehr anfangen, nicht? Wir waren ja auch viel zusammen, Armin und ich. Er hatte nicht das Selbstbewusstsein, es auf die Dauer und es hat, die Reizschwelle wurde auch leider immer höher von Rainer gestellt. Und vor allem war dann der Blumenpeter, der ihn die erste Kokslieferung brachte und der dann sich in die Liebesbeziehung eingemischt hat. Und es war eine sehr ungute Konstellation. Wie war das eigentlich mit dem Blumenpeter? Hast du mir nicht erzählt, dass Fassbinder ihm tiefe Löcher in den Körper gebrannt hat? Ich habe jedenfalls nachts klingelte das paar Mal bei mir Sturm und er kam heulend und schreiend vor Schmerzen. Na, hilf mir, hilf mir. Im ersten Moment habe ich gedacht, mein Gott, ich muss eine Klinik früher an, einen Notarzt anrufen. Vorsichtig ausziehen, er war voller Wunden. Ja, ich habe dann mich aufklären lassen, was für Wunden das sind. Brennende Zigaretten, Schwüre und voller Narben, das muss schon lange gewesen sein. Manche waren auch schon längst verheilt. Ich hab dann, das erste Mal war ich nicht so vorbereitet, das zweite Mal, es passierte öfter, dann hatte ich also schon mein Medikamentenkästchen da mit Salben und Brandsalben und Mullbinden und so bestimmte Brand da zum Desinfizieren und Reinigen. Und da hat der Rainer gesagt, ja, ist ja gut, ich bin ja froh, dass er zu dir kommt und nicht ins Krankenhaus rast. Sag ich, ja, ich bin vorbereitet. Beim Krankenhaus wäre das vielleicht rausgekommen? Ja, oder? Klar, frage ich. Wer hat sich maltratiert? Sind sie überfallen, vergewaltigt worden oder was weiß ich? Aber vielleicht, das war auch eine Art von Liebe, ja. Wie war die Geschichte mit Armin Meyer oder mit Salem? Hast du das mitgekriegt? Es waren ja beide sehr unglückliche Geschichten, auch für den Rainer. Ja. Ja, ich habe eigentlich mehr die Phasen der Faszination noch mitgekriegt als die Phasen, wo er sie eigentlich dann schon, ihm die Hörigkeit lästig wurde. Doch, ich habe dann schon die Tränen vom Armin habe ich mitgekriegt, weil wir durch Zufall im selben Flugzeug saßen und ich gesehen habe, wie der plötzlich hemmungslos geschluchzt hat. Ich wusste nicht warum. Aber da war der Rainer nicht dabei, sondern er wurde wahrscheinlich weggeschickt. Und dann kam der Bruch. Hast du das miterlebt, wie die Trennung und dass Armin dann alleine war? Ich habe angerufen, wollte Armin telefonisch erreichen. Da war die Kriminalpolizei am Telefon. Und sie haben mir gesagt, dass er sich umgebracht hätte. Also ich war einer der ersten Anrufer, die von dem Unglück erfuhren. Tina. Tina. Ich dachte, naja, meine Güte, das überlebst irgendwie nicht, gell? Jetzt gehen wir am Friedhof. Ja, ab geht's. Beehren Herrn Meyer. Wann ist der Armin denn gestorben? Wann? 78, glaube ich, oder? Keine 78. Ahnung. Es war furchtbar, ich weiß noch genau.
ein Arzt war im Wirtshaus, der Mick, so ein brackel Kerl, der Kenner, gell? Und jeder, und da kamen die von gegenüber rüber und haben gesagt, also, ob wir einen Schlüssel haben von der Wohnung, vom Rainer. Sag ich, nee, warum? Ja, da riecht so komisch. Und dann habe ich die Lilo angerufen und die Lilo kam dann, die hatte den Schlüssel. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt geht's rüber. Und diese Feigenhund, keiner ist rübergegangen. Wir zwei Weiber haben dann rüber müssen. Und da lag der Armin dann von der Küche raus, so halb mit dem Oberkörper am Flur. War tot. Wie hat er sich umgebracht? Oder? Keine Ahnung, war ich nicht dabei. Der hat angeblich Tabletten genommen, zu viel, und wahrscheinlich einen Schluck zu viel getrunken dazu. Was das du alles genau? Zusammengeschmissen, genau weiß ich es auch nicht. Und er lag schon mehrere Tage da? Muss zwei Tage sowas gegen sein. Mein Hund braucht keine Jagdkostüm. 343. Hilfe, Armin Meier, hier. Da ist er. Da. Ich bin halt ein Pfadfinder, gell? Mach's, wenn du besser weißt. Ein bisschen weiter rauf. So. Kommt ja gar nicht zur Geltung. So. Ist der geboren? 43. Aber Rainer hat sich doch von ihm getrennt, ganz bewusst. Ja, der Rainer war da in Paris zu der Zeit, gell? Ja, dass die Beziehung da zusammen aus war, war schon klar. Aber also einige waren sauer auf ihn, oder? Ja, die ja mehrere. Ja, das, da, der hat ihn sozusagen umgebracht. Die Opfertäterrolle, die hätten sie gern gehabt. Aber er war ein herzensguter Mensch und er konnte auch alles, gell? Er hat sich immer zu helfen gewusst. Wie kam es dann zum Bruch, dass du dich gelöst hast dann von Rainer? Und auch durch die Liebe zu meinem Mann. Also es war natürlich dann viel leichter für mich. Der Bruch hat ja schon viel früher stattgefunden. Der hat ja schon, Effi Briest war die Hölle. Ja, was haben wir da gestritten? Und also es gab immer wieder Filme, die unerträglich waren. Er hat mich zwar besetzt, aber halt massakriert zugleich. Und er wollte mich immer dabei haben. Ich sollte eigentlich immer dabei sein. Aber zugleich hat er mich getriezt. Der endgültige Bruch war dann, glaube ich, schon, als ich ein Kind bekam und mich auch dann wirklich für den Dietmar entschieden habe. Und warum wollte er ihn adoptieren? Was hätte das für ihn bedeutet? Ja, endlich ein Kind haben. Natürlich auch so Vorzeigekind. Und das habe ich schon, also ich habe ja seine Lebensweise gesehen, da war er ja schon voll mit Drogen. Und das, ich wollte in so einer Welt nicht ein Kind aufziehen. Fassbinder grew more famous. His films became bigger and more expensive, and increasingly he worked with major stars. For his international success, the marriage of Maria Braun, he engaged Hanna Schigerle again after a 4-year break, and then signed her on for his major production, Lili Marleen. For Veronica Voss, Fassbinder finally received his long-coveted Golden Bear. His last film was Querelle, which he made in 1982 with several international stars, among them Jean Moreau. There's a throng around Jean Moreau. We don't have a permit for her press conference at the 2000 Berlinale. I don't know if our camera woman will be able to get past the bodyguards. Sonderlaubnis. Can you tell us a little about your work with Fassbinder? Well, come back, yeah, babe. My work with Fassbinder was extraordinary because we didn't speak much. And since I'm here, I've been speaking a lot. Wasn't it confusing for you that he didn't give you any acting advice? No, great directors don't speak much on stage. Because time is money. Juliana Lorenz was Fassbinder's film editor and companion during his final years.
She now runs the Berlin and New York-based Fassbinder Foundation, which administers his legacy. Wo war das? Das war bei Kirill, Drehtagvorbereitung. Das war nicht nur sein letzter Film, auch sein konzentriertester Film von allem, von der Arbeit her. Ich glaube, es wusste kaum einer um ihn herum am Drehort, wo es lang geht. Er war nur am Dirigieren. Du kamst ja in sein Leben 1976. Ja. Da hat er schon Drogen genommen, Rainer. Da fragst du mich zu viel. Da fragst du mich echt zu viel, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, chinesische Roulette, da gab es Zeiten, richtig, ja. Also man sagte, ich habe ihn nie gesehen zu dieser Zeit mit Drogen umgehen, aber da war ich auch nicht so nah an ihm dran. Man macht nicht so viele Filme mit grünem Tee in der Zeit. Das geht irgendwie ohne Betäubungsmittel geht das nicht ab. Also Rainer hat sicherlich eine Zeit gehabt, wo er ziemlich zugelangt hat, das glaube ich schon. Nur glaube ich nicht, dass das Thema die Drogen sind, sondern die Frage ist, warum nimmt jemand Drogen und unter welchem Druck stand er? Naja, die Polizei war aber auch schon hinter uns her. Mich haben sie halt erwischt. Dich haben sie erwischt? Und was ist draus geworden oder so? Es gab da einen Prozess, oder, der dann, wo du glimpflich davongekommen bist? Oder? Ich habe Geldstrafe bekommen und wurde auf Bewährung, ich weiß nicht, 2,5 Jahre oder so, was habe ich aufgedrückt bekommen. Ich habe zu Harry Bär keine gute Beziehung. Außerdem hat er, für mich war er einer der Koks-Lieferanten und das mag ich nicht. Einer, der mitgearbeitet hat, ihn schneller zum Ableben zu bringen, das finde ich nicht gut. Kann ich nicht verzeihen. Wie war das bei seinem Tod? Der Tod ist ja verursacht auch durch Drogen. Er war müde, er war einfach erschöpft. Und ich weiß, dass er da wieder mal eine kleine Lieferung bekommen hat. Und erst nach seinem Tod hat man mir erzählt, da soll Strychnin drin gewesen sein, hat man mir gesagt. Aber das habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren. Die Ursel Stretz ist wohl sauer auf dich, weil sie glaubt, du hättest ihm Koks besorgt an dem Tag. Die Juliane sagt, da war eventuell Strychnin drin in dem Koks. Ich habe es ihm nicht besorgt. Ich weiß, wer es gebracht hat. Das ist was anderes. Wie hast du ihn gefunden? Also wie habe ich ihn gefunden? Ich war am Fertigstellen von Kirill. Also es ist so schwer, darüber zu sprechen, weil es ist ja nun wirklich eine der entscheidenden Erlebnisse meines Lebens. Und ich denke, ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn es nicht passiert wäre. Und es tut immer noch weh. Bin ich in den Schneiderraum, habe meine Schleifen gemacht und bin erst um 5 Uhr morgens, 4:30 war es, nach Hause gekommen. Und nochmal, ich bin oft dann, wenn ich gekommen bin, in sein Zimmer gegangen, weil er meistens den Fernseher angelassen hat und eingeschlafen ist. Und dann lag er vorm rauschenden Fernseher und hatte eine Zigarette in der Hand und lag auf seinem letzten Manuskript. Du hast geschlafen in der Wohnung, als er starb. Ja, ja, ich habe im Traum Klingeln gehört. Er hatte oft Besuch nachts noch und so. Ich habe im Gästezimmer geschlafen. Und irgendwann kam dann in der Nacht kam Juliane und weckte mich auf und sagte, es ist was Fürchterliches passiert. Komm, der Rainer liegt auf dem Boden. Und dann bin ich mit ihr hingegangen. Also ich bin in die Tür rein, habe gesehen und sofort gesagt, er ist tot. Ich habe ihn sehr geliebt. Geliebt, wie eine Mutter ihr Kind lieben kann. Das war schon schwer, manches. Dann habe ich wieder gedacht, oh Gott, er ist ja jung. Ich habe die Jugend überschätzt bei ihm. Ich habe von seinem Tod erfahren, an dem Tag, als es passierte. Ich war in Los Angeles zum ersten Mal. Komisch. Das ist eine Situation, die mir immer ein bisschen, da wird es immer sehr emotional. Es war im Haus von Uli Lommel, der mich sozusagen mit ihm zusammengebracht hat. Und die Helga rief an und sagte, dass der Rainer tot ist. Und
Naja, dann haben wir beide geheult. Obwohl wir eigentlich nicht mehr mit ihm so zusammen waren. Aber es war halt doch da eine sehr starke Bindung da. Ich muss mich manchmal zwingen, nicht so viel nachzudenken, weil es macht mich depressiv. Und jetzt möchte ich nicht mehr reden. Das macht dich Danke traurig. Dir. Ja. Es hat mich schon sehr erschüttert. Weil es war ja jedem vernünftig denkenden Menschen sichtbar, wo das hinführt. Das war eigentlich klar. Und er muss ja wohl an beiden Enden gebrannt haben. Ich denke, das war vielleicht auch so gedacht. Und er hat ja mal zu mir gesagt, weißt du, ich bin zum richtigen Moment, zum richtigen Ort gekommen, zur richtigen Zeit. Man stelle sich mal vor, es wäre heute so, das würde nicht funktionieren. Erstmal war es fast taub, ich habe fast überhaupt nichts empfunden. Es war wie gelähmt. Ich kann dazu also mich gar nicht äußern, und dann kam der Schmerz sehr stark. Und dann half der Alkohol, um das zu verarbeiten? Leider, schon wieder das Allerheilmittel. Das ist natürlich keines, es ist nur Zuschütten. Was bleibt von Rainer Werner Fassbinder für dich? Eine wunderschöne Erinnerung, die ich nie missen möchte. Eine große Liebe, die ich nie missen möchte. Meinst du, es war eine Art Selbstmord oder ein Unglücksfall? Ich denke eher, es war eine Art Selbstmord. Waren die Frauen um Fassbinder stark? Ja. Ja. Er hat eigentlich immer starke Frauen um sich gehabt. Wie hat er es dann geschafft, sozusagen, sie zu formen? Das Medium Film ist doch eine Droge. Das ist doch eine Droge, da fällt doch jeder drauf rein. Das ist doch, wer sagt denn da nein? Das ist einfach eine Traumfabrik. Und die Traumfabrik ist einfach schöner als das Leben draußen.